Mit einem symbolischen Spatenstich haben die Bauarbeiten für den Ersatzneubau Strombrückenzug offiziell begonnen. Die Brücke musste nach dem Hochwasser 2013 nochmals geplant werden. Weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt was bauen, dann muss es so gebaut werden, dass es ein mögliches Hochwasser, was wir 2013 hatten, plus 40 Zentimeter. Also 7,80 Meter Hochwasser in Magdeburg muss jedes Bauwerk, was in der Nähe der Elbe bauen, aushalten können, ohne dass ein großer Schaden entsteht. Und damit ist die Brücke nochmal völlig neu geplant worden. Mit diesen Höhen, mit einer Pylonenbrücke, vorher waren es ja eine Pfeilerbrücke, die durch das Flussbett gehen sollte. Und das haben wir nochmal neu gemacht. Hat auch einen Vorteil, weil damit die Umweltbeeinträchtigungen, die mit den ganzen Pfeilern gewesen wären, minimiert worden sind. Um Hochwasserschäden zu regulieren, haben die Länder einen Fonds aufgelegt. Hier galt eben, wenn die Maßnahme nicht so gestaltet werden kann, dass es für die Zukunft hochwassermäßig gesichert ist, dann muss ein Neubau erfolgen. Und das ist hier die Entscheidung gewesen. Die Ebertbrücke konnte diesen Hochwasserschutz nicht gewährleisten für die Zukunft und deshalb wird hier eine neue Brücke gebaut. Die Gesamtbauzeit des Projektes soll etwa 4 Jahre betragen, sodass Ende 2023 der Verkehr auf den neuen Brücken rollen soll. Bis dahin sind in verschiedenen Verkehrsphasen Sperrungen und Umleitungen vorgesehen. In etwa 2 Jahren wird die jetzige Strombrücke für rund 9 Monate voll gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrende wird im Baustellenbereich eine kleine Behelfsbrücke eingerichtet. Die Anna-Ebert-Brücke bleibt als geschütztes Bauwerk.